Ja, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Oh, lange ist's her. Ja, für andere vielleicht jetzt nicht so lang, weil der letzte Part irgendwie, ich glaube, letzten Sonntag kam. Für mich ist es allerdings jetzt schon 2 Wochen her, seit ich das Spiel gespielt habe, weil ich keinen Plan habe, wo ich das Spiel reinpacken soll. Und ich glaube, ich weiß es jetzt, ich werde, weil nicht ein paar Mal in der Woche wohl 3 Videos hochladen und das Spiel wird dann hier um 20 Uhr so in der Woche verteilt mal kommen. Sonntags auf jeden Fall. Weiß ich nicht, vielleicht dienstags, donnerstags noch. Mal gucken, wenn ich genug Parts habe. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen müssen jetzt. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, einen Parallelquest-Derbe gescheitert für Raditz. Und ja, ich glaube, wir müssen mit Trunks reden, damit wir weiterkommen. Ja. Mal gucken. Ich bin im Zeitnetz. Rede mit mir, wenn du für die Zeitpatrouille bereit bist. Okay. Level up. Kann ich irgendwie aufleveln? Habe ich irgendwie, als ich mir die Parts angeguckt habe, so gesehen. Ich glaube, ich habe schon, ne? Maximal TP, Gesundheit, ja. Habe ich eine Karte hier. Ich tue schon sofort den richtigen Knopf drücken. Das ist irgendwie nicht normal. So, bei ihm haben wir versucht. Ging irgendwie nicht. Ich glaube, andere Parallelquests haben wir nicht, ne? Online-Parallelquests sollte ich auch mal irgendwann machen. Aber erst, wenn ich das Spiel so richtig kann. So. Was haben wir denn? Der Angriff der Saiyajin. Parallelquest, Angriff der Saiyajin. Besiege Son Gohan oder Piccolo? Und Piccolo. Piccolos Turban, Son Gokus Muten Roshi. Okay, die Sachen, die wir kriegen, sind doch richtig geil. Gegner. Super. Warten wir erstmal. Machen wir erstmal die Story weiter. Ich will auf jeden Fall die Saiyajin-Saga mal hinter mich bringen. Einfach schon mal etwas Fortschritt hier beruhen können. Und ja. Piccolo. Hallo Piccolo. Die Meister sind mächtige Kampfsportmeister der Geschichte. Du wirst Gelegenheit haben, viel davon in Toki-Toki-Stadt zu sehen. Sprich mit den Meistern, wenn sie deine Stärke schätzen, nehmen sie dich als Schüler an und trainieren dich. Du bist jemandes Schüler. Setz den ultimativen Move ein, den dein Meister dich gelehrt hat. Okay, cool. Erfülle diese Bedingung, um die Set-Hilfe zu aktivieren. Die Set-Hilfe überträgt die Seele deines Meisters auf dich und stärkt deinen Angriff. Das ist also Toki-Toki-Stadt. Sieht so ähnlich aus wie auf der Erde. Wer bist du? Lebst du hier? Zeitpatrouille, bist du mit Trunks befreundet? Du bist also der Typ, der Trunks im Training, den Trunks im Training wissen will. Okay. Du scheinst eine Menge Potenzial zu besitzen. Mein Training ist hart. Es könnte sein, dass ich dich versehentlich töte. Schluck. Glaubst du, ich mache Spaß? Früher war ich ein Dämon. Jetzt entscheide dich. Willst du mein Schüler sein? Warum nicht? Piccolo ist cool. Du hast Mut, aber dir fehlt noch die nötige Kraft. Uah. Mit so einem Key macht ein Test keinen Sinn. Du kannst nicht mithalten. Vielleicht sobald du mindestens Level 5 erreicht hast. Ich bin Level 4, ne? Ich wusste es. Wen haben wir noch hier? Irgendein menschlicher Charakter wie Krillin oder so. In der Forscher war ja irgendwie Krillin hier zu sehen. Deswegen sollte ich mal gucken, ob ich Krillin irgendwo finde. Wäre vielleicht eine Idee, ne? Ich frage mich echt, ob hier im Online-Modus einige rumlaufen, einige Leute. Tut mir leid, wenn das hier noch ein bisschen lahmarschig ist, aber ich weiß noch gar nicht, was ich hier machen muss und wer ich bin und was überhaupt. Was meine richtige Aufgabe im Leben ist. Habe ich Geld? 1433. Ich mag meine Kleidung eigentlich. Ich glaube, die Sachen kosten ja auch ganz schön viel, ne? Fähigkeiten laden. Geistboost. Schlag dir auf die Wangen, um wieder Energie zu bekommen. Füllt deinen Ausdauer wieder auf. Hebe KI-Explosion mit purer Energie auf. Funktioniert mit einem größeren Bereich. Okay, keine Ahnung. Lass mal erstmal. Ich suche erstmal einen Charakter eher, bei dem ich vielleicht trainieren kann. Wenn das nicht klappt, dann machen wir einfach die Story weiter. Sieht aus wie am Schuh. Hey, nimm mal, welches Kostüm sollen wir dir als nächstes kaufen? Tenel, tolle Wahl, welches Kostüm soll ich als nächstes anziehen? Meine Güte, er sieht aus wie am Schuh.
Ich nehme an, das sind alles irgendwie Spieler oder so. Aber ich war noch gar nicht online mit dem Spiel. Irgendwann mal. Ich jetzt noch wüsste, wo ich noch mal hin muss, um die Story zu machen. Ich weiß, wo ich hin muss, aber wie komme ich da hin? Muss ich da so ein Schiff nehmen? Ja, ne? Okay, Krillin finde ich irgendwie nicht, also weiß ich nicht. Muss ich wohl irgendwo anders hin. Zeitfeld, Zeitmaschinen, Landeplatz. Nicht irgendwo hin? Nö. Ich hoffe, der Sound ist auch nicht zu laut. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen wieder rum experimentiert. Es dürfte jetzt auch übrigens kein nerviges Echo mehr im Hintergrund sein. Das ist schon mal gut, ne? Und ja. Hm. Soll ich vergessen, was ich nochmal sagen wollte? Ich wollte noch irgendwas sagen. Egal, wird vertagt. Sehr professionell, ne? So, Zeitfeld, da ist es. So, da ist Piccolo. Und wen würde ich ihn gerne trainieren? Fällt mir gerade so auf. Piccolo ist zwar cool, aber... Komm ich nochmal dahin? Gesamt, okay. Dahin? Da links war Turnier, ne? Muss ich einfach hier durch? Ich glaube ja. Verdammt! So. Da müsste jetzt storymäßig ja der Angriff des Saiyajins kommen, wie man bei ein paar Lequests schon gesehen hat. Das heißt, jetzt kommen entweder die Cybermänner oder Nappa und Vegeta. Und je nachdem, wie die aufgeteilt sind im Kampf. Ich bin bereit für den nächsten Job. Willst du auf Zeitpatrouille gehen? Ja, klar. Ich zähle auf dich. Weiß ich nicht, wie die Kämpfe aufgeteilt werden. Ob wir jetzt nur gegen Nappa und die Cybermänner kämpfen, ob wir nur gegen die Cybermänner kämpfen, ob wir direkt gegen Vegeta kämpfen und Nappa gar nicht vorkommt. Keine Ahnung. Glaube ich zwar nicht, aber mal sehen. Wie alles aufgeteilt wird. Ja, 762. Okay. Das sieht direkt nach Nappas Randale aus, ja. Ray Cyber, die Cybermänner haben uns schon fertig gemacht. Was zum? Ja. Kein Ding. Mach ich doch gern. Muss man sich mal geben. Ich tue Seite an Seite mit Son Goku kämpfen. Das ist doch jedermanns Traum, ja, hallo? Oh, wir sind schon hier. Hi. Ich komme aus der Zukunft. Pflanzenmännerplage besiegt 20 Gegner. Lass mal gucken, wie das Spiel überhaupt noch mal geht. Also schon mal nicht. Einer ist schon mal weg.
Ha, weg mit euch. Okay, kein Ding. Au. Oh Mann, ich krieg ja auf der Fresse. Ein bisschen. Doof. Ich hab das Gefühl, wenn ich das Spiel besser erwischen würde, würden die Kämpfe ein bisschen interessanter aussehen. Sonnenfaust kann ich ja, genau. Kaioken! Ne, Taioken. Nicht Kaioken. Bams. So richtig weiß ich zwar immer noch nicht, was ich mache, aber egal. Bams. Ich will mal so ein paar Signaturangriffe haben. Mach ich platt? Was wollt ihr eigentlich? Ihr sprengt ganz schon nicht in der Luft. Obwohl, das müssen wir ja passieren lassen, ne? Zack! Ach man. So, wie machen wir nochmal? Sura Sura! Gambare! Okay. Ja, ne? Ist noch nicht vorbei. Randale! Verdammt. Die anderen überlebt noch, der ist gut. Ah, blockt man nochmal. Level 1, ne? Ja. Egal. Ja. Ich frecke, wenn das weitergeht. Bams! Och Mann. Die haben wir überhaupt schon erledigt. Ich hab voll viele. Ja, tschu, ich rette dich, bevor sie dich in die Luft sprengen. Was? So, da waren aber noch ein paar. Oh, andersfarbige. Oh. Was? Da jucken! Ja, ich kann auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wieder hoch. Bleibt. Oh Mann. Helene, du kannst mir ruhig helfen, ne? Oh Mann. Da soll mal einer klarkommen. Au. Fress das! Mann, hört auf damit! Wenn ich die ganze Zeit blocken würde, ne? Ich werde die automatisch ab?
Ich tue mal noch mal rauf und runter. Oh Mann. Ich dachte, er überlebt noch, ne? Friss das! Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf, merke ich gerade. So. Oh Gott. Ich weiß immer noch nicht, was der Angriff macht. Ist gerade bestimmt voll spannend, ne? Wir sind alle angeschwächt, ne? Und ich geh nicht kaputt. Mal geh doch mal kaputt, der eine hier. Er ist ja noch angeschwächt, du. Aber komm mal her. Das Spiel ist nicht so einfach, wie es aussieht. Wahrscheinlich ist es aber so einfach. Mach ich verrecke noch. Hört auf damit. Nein, schon wieder der falsche Angriff. Ich wollte aufhören, wo ich drauf hier, wie blöd. Ich verrecke den noch. Jetzt sag mir nicht, ich muss die ganze Zeit den richtigen erledigen. Hilfe! Kann mir nicht irgendjemand helfen? Verliehen? Oh Mann, den wollte ich gar nicht angreifen. Ach, mit L tue ich, okay. Jetzt weiß ich, wie man runtergeht. Ich drück schon wieder den falschen Knopf. Ich mach die anderen Farben hier erledigen. Ich bin kein Rassist übrigens. So, wo ist mir noch einer? So. War jetzt nicht mehr. Es ist ein rosa, wenn er aufgetaucht. Komm her! Ich muss fertig machen, glaub ich. Aber jetzt nicht vermasseln. Kann gar nicht einsetzen, warum nicht? Wo ich bin ja ein Saiyajin, ne? Ich müsste ja eigentlich mehr abziehen. Wenn meine AP niedriger sind. Oh, mein Gott, da kommen wir mal mehr. Muss ich irgendwie Items einsetzen? Nee. Ich verrecke ja gleich noch, hey, habe ich gar keinen Bock drauf. Komm schon, verreck doch mal. Oh, ich habe gewonnen. Boah, oh mein Gott, meine AP. Oh Gott. Oh. Das war anstrengend. Mach mal weiter. Bin jetzt gerade so drinne. Jetzt kommt wahrscheinlich Napalm, ne?
Oh, das war anstrengend für mich. Ankunft der Saiyajin. Besiege alle Gegner. Son Gohans TP Verbrauch Krillin. Was? Ich muss Final Artifacten. Ja, wir sind jetzt in der Überzahl. Ah! Verstehe ich, warum ich manchmal. Aber ja. Was ist das? Wo ist überhaupt Krillin und Son Gohan? Sehe gar nicht. Oh Gott! Aber ja. Au! Jetzt kommen die auch mit ihren speziellen Angriffen, ne? Das war's doch bestimmt danach nicht, ne? Okay, jetzt geht's weiter. Jedenfalls vermisse ich die Musik. Ach, was? Er kriegt Son Goku auf der Fresse von Nappa, oder was? Nein, daneben! Au. Was bin ich? Ich bin auch Saiyajin. Oh Gott. Auf damit. Nein, nicht schon wieder. Ich habe keine Dings mehr. Verdammter Dreck. So, wen in die Fresse. Okay. Kämpfen jetzt auch synchron. Ja, Gott. Oh, die kämpfen da beide. Der hat schon wieder voll AP. Willst du mich verarschen? Mein Gott, das Spiel ist gar nicht mal so einfach. Nein.
Ich auch hier. Oh Gott, der macht mich ja noch fertig gleich. Autsch! Oh, ich bin schon wieder verreckt. Mann, das ist schwer. Ich habe jetzt wirklich, ich muss nicht von ganz Anfang wieder anfangen hier. Oh. Vor allem, er heilt sich hier wieder hoch. Ich habe die ganze Zeit meine gleichen AP. So geil. Das hat das Gefühl, er fängt wieder von hier aus an. Super. Ah, ich habe keine Lust. Oh, ich bin auch da reingeflogen. Oh, frisst ab. Ich treffe damit überhaupt nicht. So. Immer noch keine Musik aus irgendeinem Grund. Jetzt ist Musik. Wird er wieder voller AP bekommen am Ende. Aber ist das Spiel gar nicht so schwer. Die ganze voll auf Button mashen. Nein. Ich glaube, ich muss nicht direkt danach gegen Vegeta auch noch kämpfen. Ah, komm her! Oder ein Lach hinterlassen, ey. Ah. Was macht der denn da? Ah, sehr gut. Jetzt wieder gegen Nappa mit vollen AP, aber... alleine. Da ist er dann nicht mehr voller AP. Das ist aber Verarschung hier. Nein! Der heilt sich hoch! Wichser! Mein Gott! Aha. Komm her! Nein! Wie der mich immer grabbt! Wie geht das aber nicht hier? Ich hab für... wo ich hier voll die Action rein mit herum. So, frisst das! Son Goku kriegt voll auf der Fresse gerade. Oh mein Gott, was geht denn da ab im Hintergrund? Alter, ich bin gleich wieder tot. Oh. Was ist denn das so schwer, Mann? Alter. Ja, du bist gescheitert, ist geil. Zurück zum Zeiten. Ich krieg ja nur auf der Fresse. Das ist voll schwer, das Spiel. Ah, okay, dann. Weil ich habe ja ein paar Level abbekommen. Mach ich das in der nächsten Folge und wir versuchen dann nochmal die Saiyajins zu besiegen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.